Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Prepper. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Und herzlich willkommen nach der Pause zurück. Ich versuche mich heute mal ein bisschen zurechtzufinden. Hilfreich ist es natürlich sehr, dass heute Stromausfall ist. Und wenn ich mich nicht irre, kommt heute sogar der Agent. Okay, alles klar. Wir müssen einmal dieses Plakat dann umdrehen. So, jetzt muss ich mich erstmal zurechtfinden. Warte. Dann müssen wir Folgendes verstecken. Und zwar das. Ich denke mal, ich weiß nicht, kann man das? Komm, wir gehen auf Nummer sicher, packen alles wieder weg. So, dann werden wir jetzt einmal das hier zudecken. Beziehungsweise, Moment, jetzt kommt Folgendes. Gebratenes Schlangenfleisch essen wir jetzt. Essen wir nochmal. Weil das ist am verderblichsten. Ja, Kakteen auch und die Mohrrüben. Aber die Mohrrüben können wir im Zweifelsfall nochmal braten oder beziehungsweise als Suppe verarbeiten. Dann haben wir sehr viele Messer. Wir haben sehr viel Munition. Wir haben einfach sehr, sehr viele Sachen. Unter anderem natürlich auch die Eimer, die wir verstecken müssen. So. Einmal verstecken. Einmal verstecken. So. Dann würde ich sagen, decken wir das hier einmal zu und gehen ganz schnell in die Mine, bevor Agent kommt. Weil dann können wir nämlich in der Zwischenzeit... Oh, ich war doof. Oh, ich war doof. Ich glaube, wir können nichts... Doch, ich kann auch vertragen. Okay, sensationell. Dann gehen wir jetzt ganz... jetzt habe ich natürlich die Klamotten ausgezogen. Ja, das war natürlich sehr, sehr clever von mir. Das heißt, wir gehen in Etage 5. Ah, ich kann ja noch mehr tragen. Stimmt. Die Benzinkanister fülle ich jetzt da ein, dann kann ich ja noch mehr tragen. Selbstverständlich. So. Ja. Kälte, alles klar. So, bla bla. 2, 3, 4. So, alles nehmen. Ganz schnell zurück, weil es ist einfach kalt hier. Es ist bibberkalt hier. Schnell zum Eingang. Ganz schnell. Boah, ich habe tatsächlich die Jacke vergessen. Wenn ich dieses Buch kaufe... Dieses eine, weißt du? Nicht das andere, das eine Buch. Gegen Kälte. Dann könnte ich doch auch ohne Klamotten darunter gehen, oder? Weil wäre rausgeschmissenes Geld. Wir haben ja die Klamotten eh, also von da aus brauchen wir das eigentlich nicht. So, dann gehen wir jetzt mal... Achso, ja, Moment. Ich kann ja noch Sachen schnell verkaufen. Und zwar Folgendes kann ich verkaufen. Einmal. Dann Messer. Messer ist Metall. Nee, Metall verkaufe ich nicht. So, das können wir handeln. Hier könnten wir theoretisch auch noch was verkaufen. Und genau, das Wolfspelz. Und das war's, ne? Wie viel Geld haben wir? $657. Oh, dann kann ich auch eigentlich doch was kaufen, was Interessantes, ne? Also, Projekt Eiswurm. Lerne, wie du besser mit eisigen Temperaturen klarkommst. Extreme Bunker renoviere schnell. Wie man schneller einen Raum baut. Schneller pflanzen. Essen, Atombomben, Liebe. Die gesunde Küche. Ja, okay, anderes Kochen. Handbuch für Handwerker. Nee, oder? Könnte ich mir eigentlich leisten, ne? Muskulöser, lerne, wie du mehr tragen kannst. Mehr pflanzen. Gleichgewicht des Schreckens. Lerne, wie du noch besser im Kampf wirst. Ja, aber ich schieße ja die ganze Zeit, ne? Lerne, wie man effizienter schläft und Nickerchen macht. Oh. Meister Verhandlungskunst. Lerne noch bessere Preise. Nehmen wir. Und vorbereiten Leitfaden zum Vorbereiten. Lerne, wie du dich besser vorbereitest. Muss ich das haben? Muss ich mich vorbereiten? Ich würde jetzt erstmal das erstmal kaufen. Ne, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ansonsten... Ja gut, hier sind wir auch voll mit Vertrauen. Ich weiß nicht. Sollen wir schon mal zerlegen? Können wir eigentlich, ne? Können wir den ganz schnell zerlegen. Und zwar, das können wir stacken. Dann würde ich nämlich das hier Folgendes zerlegen. Ja. Moment. Zerlegen. So. Oh, nee! Was habe ich denn da jetzt zerlegt? Oh. Warme Kleidung? Oh, was habe ich denn da jetzt zerlegt? Ich habe da irgendwas gerade zerlegt. Oh, Rucksack. Oh, mein Rucksack.
Oh, mein Rucksack. Wo kriege ich meinen Rucksack jetzt wieder her? Da. Herstellen. Gut, dass man das Material 1:1 wiederbekommt. Oh, wir haben noch Zeit. Zudecken. Okay, habe ich noch was hier? Nee, ne? Gut. Hallo? Agent Smith, lange nicht gesehen. Wie geht es Ihnen? Können Sie sich ein bisschen beeilen? Ich werde ein bisschen müde. Okay. Energieverbrauch? Ja, sieht super aus. Ich habe gar keinen Energieverbrauch gerade aktuell. Also, von mir aus können Sie gerne hier durchgucken, aber Energieverbrauch... Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Eigentlich sieht alles gut aus. Mülleimer. Achso, der guckt ja auch die Schränke nach, ne? Ja, ja, Gott schütze Präsidenten, bla bla. Oh, guck mal, der macht sogar die Schränke auf. Machst du die auch wieder zu, bitte? Da zieht es drin. Danke. Ja. Okay. Es ist auch gar nicht verdächtig, wenn alle Schränke zu sind. Hm. Mm-mm. Ja, ja. Mm-hmm. Gegenstand. Die Frage ist ja, der sucht nach Sachen, die die Bürger gefährden. Wenn ich Wasser da reinpacke, wäre das doch eigentlich nicht so, oder? Keinen weiteren Fluchtversuch unternehmen werden, aber keinen weiteren Fluchtversuch. Wir haben schon mal versucht zu flüchten. Können wir das ein bisschen vorspulen, mein Freund? Okay, danke. Verdächtigkeit 0%. Wir sind ein tadelloser Bürger. So. Was haben wir denn da jetzt? Dieses eine Buch. Lesen. Der Unterhändler. Jetzt kann ich noch bessere Preise kriegen? Warte mal, wenn ich jetzt hier... Pass auf. Was können wir denn kaufen und verkaufen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Warte mal, was können wir denn hier verkaufen? Das sieht immer aus wie ein Schlüpper. Salz. Okay, Salz kostet... Warte, ich guck mal kurz. Gibt's das noch woanders außer da? Weil wenn ich da kaufe, bringt das ja nichts, ne? Im gleichen Laden. Da, ja, ist halt 1:1, klar. Ich würde halt gerne eine Sache suchen, die ich hier irgendwie kaufen kann und dann wieder irgendwo anders verkaufen. Hier zum Beispiel Glas. Da kriege ich jetzt 3 pro Glas. Das heißt, es ist 1:1 mittlerweile. Plastik. Aha, aha, aha. Okay. Ja, gut. Wir müssen mal ganz kurz ein Nickerchen machen. Weil sonst kippe ich aus dem Latschen. Das war jetzt so anstrengend mit dem Agenten. Ich muss auf jeden Fall meinen Rucksack gleich fertig machen. Weil ohne Rucksack wird er dir nichts. So, kannst du... Achso, ja, ja, ja. Einmal aufdecken. Warte, warte. Dann können wir einmal kurz gucken. Wir haben 3 Tage Stromausfall. Junge, Junge, Junge. So, einmal aufdecken. Und zwar würde ich dann gerne einmal diesen Rucksack herstellen. Ach, ich hätte Benzinkanister kaufen können, ne? Okay. Oder? Die arbeiten echt null, ne? Ich würde mir gerne auch so einen Lichtschalter bauen, aber ein Lichtschalter bringt mir nicht so viel, weil den muss ich für jeden Raum einzeln machen. Das wäre halt doof, ne? Inspizieren. Was kann der denn? Stromkasten. Überlastet. Nicht genug Strom. Baue deine Generator. Baue einen Generator oder schalte etwas aus. Schalte etwas aus. Moment. Aber ich... Wir haben ja Stromausfall, also bringt das ja eigentlich nichts, oder? Sehe ich das falsch? Weil, guck, da tut sich jetzt nicht wirklich was. Und da kann ich gar kein Licht ausschalten. Ach, da oben ist die. Mal ausschalten. Ne, tut sich nichts. Gut, dann gucken wir mal kurz das Upgrade. Was kostete das nochmal? Glas. Elektrobauteile. Okay, Elektrobauteile brauchen wir auf jeden Fall. 3 Stück. 3 Stück. Okay, 3 Elektrobauteile. Ganz ehrlich, pass auf. Die Eimer, ne?
Die packe ich jetzt hier irgendwo hin. Weil die brauchen wir nicht mehr. Guck gerade mal, wo ist jetzt hier was angesagt? Oh, das Buch können wir hier reinpacken. Sehr gut. Nee. Da sind zu viele. Weil der ist randvoll. Das ist einfach zu viel. So, hier haben wir auch noch ein Schränkchen. Genau, da können wir doch theoretisch gesehen. $455 habe ich noch. Ist ordentlich. So, hier kann ich ja theoretisch die Eimer reinpacken. Weil das ist Blödsinn. So, dann können wir nämlich jetzt hier einmal nochmal Salz verkaufen. Hallo? Handeln. So. Hier können wir nochmal die Zeitung verkaufen. Ich bin jetzt echt gewillt, dieses eine Buch nochmal zu kaufen, ne? Ja, klar rechnet es jetzt, weil ja ich gesagt habe, ne, brauchen wir nicht. $272. Wir haben so viel Geld, ne? Okay, hier hätten wir Benzinkanister. Kaufen wir. Benzinkanister kaufen wir auf jeden Fall. Munition gab es jetzt nicht, ne? Oh, ich bin echt am Überlegen, dieses eine Buch zu kaufen. Dieses hier. Machen wir das. Oh! Ja, ich war ja echt clever. Elektrobauteile. Wir müssen ja Elektrobauteile kaufen. Stimmt. Also scheint die Sonne und es regnet. Wir können nur eins kaufen. Aber Handy können wir kaufen. Okay, Handy bringt auch nochmal 60. Der kostet auch nochmal $60, ne? Gut, aber dann hätten wir drei Elektrobauteile. Und Glas brauchen wir auch noch. Glas brauchen wir auch noch. Nicht wegrennen, mein Freund. So, Glas. Wo kriegen wir Glas her hier? Aha, gut, dass ich das eine Buch gekauft habe. Kann man die Lieferung stornieren? Nee, ne? $29. So verliert man ganz schnell Geld. Sehr schön. So. Jetzt haben wir aber richtig mal geshoppt, ne? Also, jetzt haben wir die Kreditkarte glühen lassen. Jetzt haben wir die richtig glühen lassen. So. Hallo, Bob. Dankeschön. $41 haben wir jetzt. Ist okay. Wir müssen gleich schlafen, ne? Effektiver schlafen hätte ich noch können. Effektiver schlafen, stimmt. Ja gut, ja, machen wir nächstes Mal. Alles nehmen. So, Elektrobauteile haben wir jetzt tatsächlich schon alle. Jetzt brauchen wir noch 9 Glas. So. Okay, die beiden können wir dann auch nochmal kurz schnell zerlegen. Dann haben wir fast 0 Uhr. Alles nehmen. Und 3 Glas brauchen wir noch. Sehr schön. Komm schon, ganz schnell, ganz schnell. Jetzt gehen wir schlafen. Heute $600 auf den Kopf gehauen. Kann man mal machen als Influencer. So, dann haben wir alles. Also, in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, natürlich die Werkbank aufzuleveln, selbstverständlich, und gucken, was wir dann noch so reißen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.